So, Fallschirmspringen ist nun möglich bei. Okay, aber wir können jetzt. Oh, sorry. Wir können jetzt hiermit offiziell also auch Fallschirmspringen von da oben machen, wenn wir Bock haben. Das war ja davor wahrscheinlich dann noch nicht eingezeichnet gewesen. Deswegen, da ging es dann wahrscheinlich deswegen auch noch nicht. Das weiß ich nicht. Guck mal, da hinten haben wir irgendwie so ein Fabrikgebäude. Muss ich mal ganz kurz vorbei chillen. Gucken. Warte mal, ich probiere das jetzt mal mit dem Springen hier. Muss man hier, müssen wir lernen. Yeah. Ja, es geht bestimmt noch besser. Das scheint hier so eine Sägefabrik zu sein, irgendwas, ne? Also die hier Holz verarbeiten. Cool. Deswegen gibt es ja nicht mehr so viele Bäume. Ich meine, weil so einen richtig dichten Wald oder so gibt es ja hier auch nicht, leider. Ja, komm, ich cruise mal hier noch ein bisschen hier rum. Ich guck mal eben gerade, wie sieht's denn aus? Haben wir denn irgendwas in der Nähe? Hier haben wir die Seilbahn. Wir sind auch noch die Seilbahn gefahren. Das machen wir auch irgendwann nochmal. Hier haben wir was mit Trevor. Hier haben wir noch was. Guck mal, Friend and Freaks. Da machen wir erstmal hier hin mit dem Fahrrad, aber. So eine coole Strecke hier runterfahren, dann an den Strand lang, Leute. Hab ich Bock drauf. Muss ich auch mal ein bisschen hier Ruhe genießen. So, jetzt haben wir hier auch Sau, auch 100. Ne? Seht ihr, hat sich doch gelohnt. Müssen wir halt nur irgendwie über die Straße kommen oder gibt's hier eine Brücke? Hier unten ist doch ein Weg, oder? Was ist ein Bach? Das scheint, weiß ich nicht. Nö, das passt eigentlich. Das ist ein guter Mountainbike-Weg. Hier sagen sie, na scheiß doch, wir können nicht fahren. Jetzt mal einfach hier weiter lang. So, sind wir am Strand. Das ist auch ein schöner, verlassener Strand, glaube ich, ne? Übelst nice, Leute, übelst nice. Würde ich gerne mal eine Runde baden gehen oder tauchen. Das dürfte jetzt ja auch irgendwann mal kommen hier. Ich glaube mit. Oh, guck mal, ist auch so ein. Ist das der Hund? So ein ähnlicher. Das ist, glaube ich. Ne, ist ein anderer, könnte auch ein anderer sein. Aber hier mit Job spazieren gehen, mit dem Fahrrad hier rumcruisen und Job dabei haben. Ist eigentlich auch cool. Hätte ich auch Bock drauf. Das ist wirklich nice. Schön hier, das ist ein schöner Strand. Also hier würde ich mich auch wie live wohlfühlen. Ich bin ja nicht so ein riesen Fan von solchen Stränden hier, die wie hier bei Los Santos, die direkt an der Stadt dran sind. Das ist irgendwie uncool. Ich finde das halt geiler, wenn da so ein bisschen. Also mich stört es jetzt nicht, wenn da Leute sind, aber mich stört es, ich finde es halt schöner, wenn ein bisschen Natur noch ringsrum ist. Einfach ein bisschen ruhiger ist. Cool hier. Ja gut, wir machen jetzt gleich zu den Fragezeichen. So, ja, das ist für Trevor hier. Machen wir dann später mal hin. So, machen wir weiter. Das sind noch 450 Meter, die können wir so mit dem Fahrrad noch fahren. Ah, es geht ein bisschen aufs Leben, oder? Also, wollen wir einfach mal das Ranger-Auto hier nehmen? Vorsichtshalber, dass wir ein Auto haben, kann nicht so schlecht sein. Nehmen wir uns das mal. So, Dome, hey Bruder, triff mich am Flughafen, hab noch mehr verrückten Scheiß durchzuziehen. Ja, das machen wir dann später vielleicht mal. So Freizeitgestaltung kann man ja mal hin und wieder mal einbauen. Ich finde das eigentlich ganz witzig. So, wir müssen sogar, hier ist das Fragezeichen, da müssen wir sogar lang. Das habe ich total verpeilt, weil ich mir die ganze Zeit den Strand angeschaut habe. Hätte ich auch mit dem Fahrrad dahin fahren können. Aber nicht zu sehr ins Wasser, weil sonst legt man das Auto wieder lahm. Kann man hier von über Jetskis, ne? Hm. Mach ich mal Liegestütze. Are you going for a swim? What do you care? You think I got a fat ass and I only swim because I float easily? I was just making conversation. I'm doing a three-way. A what? A triathlon. Sounds like you got way too much time on your hands. F you. You like a stay-at-home cheerleader, do you? Pathetic. You know what? F you, bitch. I'll beat you. Come on. I promise. I bet you like to beat women.
I wonder why your ass is single. Perfect beach start. I got this locked in. Come on. Shit, you need a vacation. Alter, wie ist die denn drauf, Mann? Schwimmen über die Bucht, okay. Die ist mir ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen suspekt, die gute Dame. Das ist heute voll die Sportsession, die ich hier durchziehe mit dem Franklin. Ich kann nicht an, dass die ganze Zeit solche Freizeitgestaltungen sind. Komm, wir mal ein hier. Was ist denn los, Kleine? Boah, die geht gar nicht. Ey, die geht wirklich gar nicht. Are you for real? Triathlon. Naja gut, ziehen wir jetzt noch durch. Hier, guck mal, da vorne ist wieder ein Job. Oder ein Kumpel oder ein Bruder von Job. Da vorne ist auch schon das Ziel. Ah, ist ja Triathlon, da müssen wir auch wieder Fahrrad fahren. Naja gut, dann ziehen wir es jetzt durch hier. Damn, that's cold! Don't be a baby! Mommy's not here! I'm your mama now! Alter. Ach, hier ist das Ziel. So, steig aufs Fahrrad. So, aber sorry, Kleiner, ich bin vorhin eben schon Fahrrad gefahren, also, weiß nicht, ob die da jetzt hier, also ich bin jetzt ja ein bisschen geübt. Das darf man echt gut schaffen, hoffe ich zumindest, dass ich kein Mist baue. Wir haben jetzt auch Ausdauer 100, also von daher passt das ja eigentlich. Aber allein, um mal ein bisschen hier noch die Gebiete und die Landschaften zu sehen, weil wir überall noch nicht wirklich gewesen waren und guck mal, wie schön und detailliert das hier alles ist, lohnt sich das schon, das hier alles zu machen. Und so lang ist ja jetzt diese Übermission mit dem Banküberfall auch noch nicht her. Und wie gesagt, ne, also ich bin ja mal gespannt, wie die das toppen wollen. Und ich gehe davon aus, dass das irgendwo in irgendeiner Form noch getoppt wird. Weil wir ja noch nicht mal bei der Hälfte sind oder ungefähr bei der Hälfte sind. Und dass sich ja weiter aufbauen wird irgendwie. Da bin ich wirklich gespannt. Yeah, wieder springen. Yeah. Hab sogar davor extra die Schultertaste noch gedrückt, dass man höher springen. Das ist wirklich ganz schön. Hoch. Scheiße. Das könnt ihr jetzt nicht ernst meinen. Ich habe extra Schultertaste gedrückt. Und die schafft das jetzt, oder was? Das kannst du mir nicht erzählen. Ich habe extra Schultertaste gedrückt. Damit ich noch höher springe. Aber vielleicht hätte ich das sogar lassen sollen. Jetzt gewinnt die das noch, oder was? Ich fahre mal hier wieder hoch. Komm, gib mal Gas hier. Also, das ist ja ein Triathlon. Ah, ne, das gehen wir nicht mehr. Ich hätte wahrscheinlich nicht Schultertaste drücken dürfen. So, jetzt rennen. Ja, da kriegt man es schon. Ich hätte wahrscheinlich einfach schnell drüber rollen sollen, dann hätte ich es geschafft. Ich hätte gehofft, dass mit Schultertaste, wenn ich da springe, dass es dann sich summiert oder so, aber anscheinend hat es sich nicht summiert. Keine Ahnung. Weil wir hatten ja voll Speed. Push through the burn! Use it! Make it your bitch! Boah. I'm trying! Not you, idiot! Me! Also, der Franklin, der Respekt an ihn. So einen geduldigen Mensch. Selten. Ich könnte da, glaube ich, nicht so ruhig bleiben. Bei so einer kreichenden, weiß ich nicht was. So, hier links. Ich höre dich kaum noch. Bist viel zu weit hinten. So, da fahren wir nochmal nach links gleich. Jetzt hier ist das Ziel. Yes. Gewonnen! Wieder Michael beim Tennis, der sich dann übelst aufgebläht hat, so, dass er der Beste ist gegen eine Frau. Fand ich witzig. Look, we both survived. These things are about taking part, not winning, right? No, it is always about winning. Alright, I gotta keep going. I'm a loser. Fat, unmarried, career-driven loser! Hey, girl, you better chill the fuck out! Go to hell! Toll, neuer Kontakt, Marianne. Abgeschlossen, Gold! Cool, haben wir trotzdem geschafft. Schön. Ich glaube, es ist jetzt die dritte Mission, wo wir Gold haben. Gut, das müssen wir, die kommen jetzt hier wieder weg. Ich gucke erstmal, ob wir überhaupt noch was mit Franklin machen können. Also hier oben ist nichts mehr. Hier haben wir noch was mit Franklin. Können wir mit dem Taxi mal hinfahren? Hier haben wir auch noch was mit Franklin. Na, dann hole ich mir mal ein Taxi, Leute. Dann machen wir mal das hier noch. Würde ich sagen. Also, unten einfach markieren, so, und dann fahren wir jetzt mal mit dem Taxi einfach hin. Ich weiß nicht, die Strecke sind wir wahrscheinlich auch schon mal lang gefahren, aber muss jetzt nicht sein, wir haben sowieso jetzt kein cooles Auto dabei. Ansonsten wäre das nochmal was anderes. Also, Handy, Kontakte,
Da holen wir uns mal fix jetzt hier ein Taxi. Mal gucken, was es da in dem Wüstengebiet von uns gibt, da, oder für uns gibt. I need a cab as soon as possible. I'm really sorry. I don't have any free cars right now. Was zur Hölle? Das ist jetzt uncool. Naja gut, Leute, dann ich guck mal noch ganz kurz an den Aktien, dann switchen wir erstmal auf Trevor oder auf Michael oder so. Franklin können wir dann noch später machen, den Spaß. Internet. Ganzen Dienste. Ein Portfolio. Ja, ist hier ein bisschen nach unten gegangen. Egal. Wird schon noch. So, switchen wir mal. Jedes Mal wechsle ich den Spaß. Halt, wir gucken nochmal ganz kurz gerade Mission. Also hier haben wir was für Trevor. Hier haben wir, oben haben wir auch was für Trevor. Hier wäre noch was für Michael. Hier haben wir auch noch was für Franklin. Ich werde das mal auf Michael switchen, denke ich. Ah ne, wir switchen erstmal auf Trevor. Wir können auch mal einfach Statistiken gucken. Schauen wir mal eben, da seht ihr das auch mal, wie weit ich bin und so weiter. 100% Checkliste. Michael haben wir bisher 6 Stunden 49 Minuten gespielt und da seht ihr das, Franklin 7 Stunden 32 Minuten und Trevor haben wirklich am meisten gespielt bisher. Und was mir jetzt hier auch auffällt, ist, dass wir Missionen haben wir bislang, also die Hauptmission haben wir schon ziemlich viel gemacht, deswegen wird es wirklich Sinn machen, jetzt erstmal mehr noch hier Hobbys, Zeitvertreibe, Friends and Freaks und die ganzen zufälligen Ereignisse und so ein bisschen mehr noch zu verfolgen. Weil die Hauptmission, zumindest die allerletzte zum Beispiel, oder die letzten zwei, drei, die würde ich natürlich am liebsten ganz am Ende des Let's Plays dann machen, als großes Finale. Ja. Und davon haben wir jetzt ja schon 48 von 69, also davon haben wir schon mehr als 50% gelöst. Insgesamt sind es aber erst 50% mit allem drum und dran. Und letztendlich würde ich ja schon, würde ich wirklich versuchen, weitestgehend alles zu machen. Jo. Treffgenauigkeit, 45%. Allgemein. Spielzeit mit Charakter. Ich kann immer, ja, jetzt alles durchscrollen. Kann man sich irgendwie alles anzeigen lassen oder so? Na, egal. Könnte man ja schreiben, wenn ihr mal Bock habt, das alles zu sehen. Wenn, dann machen wir das am Ende oder so. In der letzten Folge oder vorletzten Folge oder so. Kann man ja mal alles mal durchgehen. Wenn ihr denn so wollt. Wenn es euch interessiert. Gut, dann werde ich jetzt mal fix. Ich werde das auf Michael switchen. Weil Trevor hat man jetzt wirklich am meisten gehabt. Machen wir halt danach dann erstmal wieder Franklin oder danach Trevor oder so. Und er trauert bestimmt wieder sein Boot hinterher, oder... Ich weiß es nicht. Er hat ein Boot. Yeah, hat sich ein Motorboot gekauft, oder was? Oder hat er es schon die ganze Zeit? Das ist ja cool. Cool. Wartet mal, ich mach mal kurz Karte und dann will ich natürlich noch ein bisschen mit dem Ding rumcruisen. Das passt ja perfekt hier. Ja stimmt, der hat halt nichts zu tun, ne? Kann ja ein bisschen auf dem See herum Spaß haben. So, Martin ruft an. Alter, na gut, dann gehen wir mal ran hier. Martin, hey, look. What have you done? What have you done? Where is she? She's safe. Look, I'm gonna find a way to make this right with you. That will take some doing. Ja, ich meine, dass der Martin ein bisschen verärgert ist, ist nachvollziehbar. Michael ist halt irgendwie wieder zwischen Fronten. Aber ob man das geklettert bekommt, diese Wogen... Gerade wenn wir jetzt hier auf dem Wasser fahren, naja, egal. Das wage ich aber trotzdem irgendwie zu bezweifeln. Na gut, Leute, machen wir mal zum Tee hier hin. Wir müssen uns wenden, dann holen wir uns mal irgendwann ein Speedboat. Und dann werden wir den Speedboat dann machen cruisen, aber dann noch im Meer und nicht hier an dem See. Ricky ruft an. Hello. IT guy. What's up, bro? Look, I know you aren't still fixing computers for a living. When you gonna throw some work my way? Hey, if you're right for a project, I'll be in touch, okay? Okay, but don't forget about me. So, machen wir schon mal wieder ein bisschen aufs Land hier. Ich muss nicht mehr so weit laufen. Dann kommen wir raus hier. So. Das ist eine Verfolgungsjagd. Ist da noch ein Polizei, oder? Ah, ne, Krankenwagen, okay. Hat bestimmt wieder Trevor irgendwas gemacht. Wir haben immer noch keinen Laden überfallen. Kommen wir hier rein? Nein. Also tanken gehe nicht. Tanken gehe nicht. Müssen wir dann, wenn wir Los Santos sind, mal wieder ein bisschen nach den 24-7 Shops Ausschau halten. Aber ich sehe die halt nie. Also ich finde die aber auch wirklich schwer auszumachen. Weil da alles voll mit Läden ist und die meisten kommen ja wie gesagt nicht rein. So. Das Quadbike, das kannst du mir eigentlich gleich mal geben.
What is this shit? So. Oh, ich mache jetzt Stress oder was? Na egal. What a shit. Trevor about? He's probably out somewhere drinking human blood or eating household pets. He's not that bad. Really? Well, okay, he is pretty bad. But he's got a sensitive side. Oh, yes, he's very sensitive. When he gets his feelings hurt, he's devastated. So what's your story? I ain't got a story. I'm an independent thinker. Living out here away from the man, from what I can tell. You're like a high school athlete, living off old glories. You used to be able to manage heat, and now you're worried if your loafers are getting scuffed. Any more bullshit comes out of your mouth, you're gonna learn all about my past glories firsthand. You understand? Absolutely, sir. That came out wrong, all wrong. Tell Trevor the monthly train is coming through. What monthly train? The monthly train. Where have you two been? Getting some fresh air. Talking of beautiful things. Yes, I hear Stockholm Syndrome is very nice this time of year. Hey, watch your mouth, boy, all right? It's always been a dream of ours. The train of dreams. The hell are you talking about? I'm talking about gold. Enough to keep Ron in trailers and you in therapy. Enough so that we can pay off that Mexican and get you back in town, oh. Baby! Yeah! Oh, this better be fucking good! Oh, Jesus. Fuck. Oh, man, we've talked about this hygiene thing before, bro. I invite you into my home, this is how you repay me? It's like living with a fucking horny skunk. Get a boat! And meet me under Raton Canyon Bridge. I'll be on the earpiece. Yeah. Guck dir das Motorrad an. Cool. So, ich springe auf den Zug. What? Der Zug. Das ist der Zug der Träume. Da bin ich ja mal gespannt hier. Oh, wirklich. Na komm, Trevor. Jetzt bist du ja mittlerweile gewohnt, wenn wir hier zusammenfahren. So, weiter geht's. That's about the size of it! Make it a fast boat! Ah, the logistical mind of Trevor Phillips. So, it's like... gold bricks on board, right? Sometimes! This is a high-value courier service run by... Meriwether! Oh, Meriwether? Tranquilo, Mike! This ain't a weapons train. It's goods too valuable to insure for air travel trade. Gold? Sometimes gold, sometimes artwork. Priceless antiquities! Sometimes enough for you, me, Ron, everyone! Fine! Ja, hoffen wir, dass was Gutes drin ist. Here's my train. Okay, da ist er. Yeah. So, hier hoch jetzt.